Weitere Informationen zum Film erhalten Sie bei www.aki-video.com oder mailen Sie einfach an aki-video@yahoo.de. Das Freilichtmuseum Roscheider Hof in Konz-Roscheid, nahe der Stadt Trier, zeigt auf seinem schön angelegten Gelände einige Gebäude der Region Eifel-Mosel-Hunsrück. Die Häuser wurden an ihrem ursprünglichen Standort ab- und hier wieder naturgetreu aufgebaut. Darunter befinden sich zum Beispiel eine Schule, ein Backhaus, ein Krämerladen und vieles mehr. Besonders schön sind die diversen Veranstaltungen, an denen das Gelände zum Leben erweckt wird und den Besuchern das Leben der damaligen Zeit mit zahlreichen Vorführungen nahegebracht wird. Es wird dann Brot gebacken und die verschiedenen Handwerker zeigen ihre Kunst. Eine Zeitreise zurück ins 18. Jahrhundert. Lassen Sie sich zurückversetzen ins Jahr 1759. Das Leben und Arbeiten in einem typischen Hunsrückdorf besteht an diesen zwei Tagen aus der Vergangenheit. Alltägliches Dorfleben, zeitgenössische Handwerkskunst und die Vorbereitungen für ein Fest werden authentisch und mit originalgetreuer Ausstattung nachgestellt. Büttel und Dorfschulze vervollständigen das historische Bild. Geschichte wird hier nicht nur gespielt, sondern gelebt. Der Beruf des Zinnputzers war früher sehr verbreitet. Es wurde damals noch völlig ohne Chemie gearbeitet. Der Zinn reinigen wohl. Nehmen Sie dafür aus dem Reformhaus Zinnkrautsaft oder Schachtelhalmkrautsaft, ist das identische. Damit schön reiben und das Zinn, das matt aussieht, wird wieder hochglänzend. Weil Zinn war früher das Silber des armen Mannes. Und so, wenn wir Zinn heutzutage haben, so dreckig, angelaufen, alt. Früher hat es auch glänzend ausgesehen. Und man kann es einfach wieder hinkriegen, ein, zwei Stunden polieren, dann sieht es auch wieder viel besser aus. Einem der Jäger war das Jagdglück hold und er hat einen Bock mit Pfeil und Bogen erlegt. Nachdem dieser Bock im Wald ausgeweidet wurde, tragen ihn die stolzen Jäger ins Dorf. Mit dem Hinterlauf an einen Balken aufgehängt, wird diesem dann der Pelz abgezogen. Das erfordert natürlich die nötigen Kenntnisse, denn der Jäger weiß genau, wo er die Schnitte ansetzen muss. In das Kutschenrad geraten. Da hast du ihn geschossen. Nach der Häutung wird das Reh zerlegt. Die Muskeln werden von den Knochen geschnitten und in mundgerechte Stücke zerlegt. Gemüse und Fleischstücke werden in einer Pfanne scharf angebraten. Dies natürlich auf offenem Feuer, was mit größerer Hitze und Rauch verbunden ist. Wenn das Fleisch und Gemüse angebraten ist, wird alles in einen Schmortopf umgefüllt. Und es darf einige Stunden auf dem Feuer garen, bis das Fleisch richtig durch ist. Ja, das ist unser Abendessen. Das ist eine Gemüsesuppe mit Reh. Ein Büttel ist ein Gerichtsdiener oder Ordnungshüter, der im späten Mittelalter polizeiähnliche Aufgaben hatte. Er machte ebenfalls die öffentlichen Ansagen des Gutsherrn. Also, zwischen der dritten und der vierten Mittagsstunde. Es hat eben eins geschlagen. So wisst ihr, wie lange ihr noch Zeit habt. Ich bin der Büttel des Grundherren und habe dafür zu sorgen, dass die Bauern hier auch alles richtig tun, dass sie ihre Abgaben bezahlen und dass alles der Reihe nach funktioniert. Nein, nichts verkauft. Na? Nein, nichts verkauft. Das kann er doch einem erzählen, der zu früh aufgestanden ist. Ich habe kein Geld. Ich bin arm. Ja, naja, wir werden genau hinschauen, was der Kerl alles verkauft hat. Das Feuermachen mit Feuerstein und Zunder ist für uns moderne Menschen sicherlich ein Abenteuer.
dessen Reiz in der brachialen Verfahrensweise liegt. Allerdings war es nicht nur für den frühen Menschen ein wichtiges Mittel, um zu überleben. Auch im gesamten Mittelalter war dies die gängigste Art und Weise, ein Feuer zu entfachen, das man doch für so viele Zwecke benötigt. Gewürze spielten im Europa des Mittelalters und der frühen Neuzeit eine ebenso bedeutende wirtschaftliche und politische Rolle wie heute das Erdöl. Sie waren extrem wertvoll, weil sie nicht nur zum Würzen benötigt wurden, sondern auch als Konservierungsstoffe und Grundlage für Arzneimittel. Der Schmied ist nicht nur einer der ältesten Handwerksberufe, sondern in den vergangenen Jahrhunderten gehörte er auch zu den wichtigsten Dorfhandwerkern. Neben der Herstellung von Hufeisen und sonstigen Eisenteilen sowie der Reparatur jeglicher Metallgegenstände war er auch für das Beschlagen der Tiere zuständig. Im Mittelalter hatten Schmiede teilweise sogar das Recht, Ehen zu schließen. Die Herstellung eines reinen Roggensauerteigbrotes verlangt vom Bäcker Disziplin, ein gutes Auge und im Allgemeinen Erfahrung im Umgang mit sehr nassen und klebrigen Teigen. Die Gärungskörbe werden mit einer Handbürste vom letzten Backen gereinigt. Danach werden die Laibe in Form gebracht und diese ruhen dann, damit die Gärung beginnt und die Brote aufgehen können. Doch bevor die Brotlaibe in den Backofen kommen, muss dieser von der Asche gereinigt werden. Dies war nicht nur eine mühsame Arbeit, sondern im Sommer auch eine sehr heiße. Also wir haben hier wie im 18. Jahrhundert Roggenvollkornbrot gebacken. Wir fangen schon 2 Tage vorher an, den Ofen vorzuheizen, und damit die benötigte Temperatur von 230 Grad erreicht wird. Wir setzen auch schon ungefähr 3 Tage vorher Sauerteig an aus Roggenvollkornmehl. Heute haben wir den Teig dann fertig gemacht und den Teig nochmal gehen lassen. Das ist ganz wichtig, damit er schön aufgeht. Und dann eingeteilt in Körbchen aus Paddingrohr, das nennt man Gärkörbchen. Da geht der Teig dann nochmal. Dann wird er in den Ofen eingeschoben und ist so circa 45 Minuten bis eine Stunde. Dann sind die Brote fertig. Die fertigen Brote kommen aus dem Ofen und die Bäckerin macht Platz für den Rest der Brote. Die Besucher können die Brote kaufen und dann das hausgemachte Erzeugnis zu Hause schmecken. Schenke ist die historische Bezeichnung für eine Gaststätte mit Krugrecht. Die Dorfschenke war sowohl ein Ort der Gastronomie als auch der Diskussion und Versammlung. Auch Musiker waren gern gesehene Gäste. Mit zahlreichen Liedern und Gedichten unterhielten diese die Dorfgemeinschaft. Der Knecht singt gern ein Freiheitslied des Abends in der Schenke. Das fördert die Verdauungskraft und würzet die Getränke. Stammt von Heinrich Heine. Ungefähr so könnte es sich abgespielt haben. Zur damaligen Zeit vertrieben sich die Kinder noch die Zeit mit Murmeln. Das sind Spielsachen, die aus unserer Zeit längst verschwunden sind. Vermutlich ist die Wiege der Strickkunst in Vorderasien zu finden. In Deutschland kommen gestrickte Strümpfe und Strumpfhosen in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Gebrauch. Das Wochenende der lebendigen Geschichte im Rohscheider Hof in Konz ist einen Besuch wert. Schnell und hautnah bekommt der Besucher einen Einblick, wie es sich um 1750 lebte. Das alltägliche und zeitgenössische Dorfleben wird authentisch nachgestellt. Schade, dass es nur 2 Tage dauert. Weitere Informationen zum Film erhalten Sie bei www.aki-video.com oder mailen Sie einfach an aki-video@yahoo.de.